Ein herzliches Willkommen Ihnen, die dieser digitalen Eröffnung der Ausstellung Landesfürstin im Stadtpalais Museum für Stuttgart folgen. Mein Name ist Achim Lauer. Ich betreue für das Stadtpalais diese spannende Fotoausstellung und begrüße Angelika und Bernd Kohlmeier, Studio Kohlmeier Berlin. Direktor Dr. Torben Giese und das ganze Team des Stadtpalais freuen sich über diesen fotografischen Glücksgriff mit seiner einprägsamen Thematik. Republikanische Landesfürstinnen und Landesfürsten in einem ehemaligen königlichen Palais, in dem aktuell in einer großen historischen Ausstellung Leben, Wirken und Zeit des letzten württembergischen Herrschers Wilhelm II. Erinnert wird. Wilhelm II., Repräsentant einer im Grauen des Ersten Weltkrieges untergegangenen feudalen Epoche, aber als moderner, kulturell aufgeschlossen liberaler, bürgernaher König in bester Erinnerung. Vielleicht etwas zu einseitig betrachtet für eine kritische historische Analyse, eben doch ein positiv erinnerter, adliger Landesfürst. Und nun können wir dank des Studio Kohlmeier darüber reflektieren, ob viele von uns nicht auch eine heimliche Sehnsucht nach einer Landesfürstin, einem Landesfürsten verspüren. Beispielsweise sind im vergangenen Jahr 2021 Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz weitgehend unabhängig vom parteipolitischen Mainstream in ihren Ämtern bestätigt, ja geradezu gefeiert worden. Beruhend auf ihrer Persönlichkeit, ihrem Amtswirken, aber eben auch auf einem weit verbreiteten Vertrauen, welches sich von parteilicher Bindung löst, die jeweilige Persönlichkeit quasi als über den Parteien stehend empfindet. Es scheint, dass unsere föderalen Gene, auch wenn viele Bundesländer ja durch die Alliierten neu konfiguriert wurden und einzig Baden-Württemberg 1952 durch Volksabstimmung eine plebiszitäre Aufwertung erfuhr, tief in der geschichtlichen Tradition Deutschlands Wurzeln. Der Kaiser war immer fern, die Landesfürsten waren nah. Ein König zum Ansprechen, fast zum Anfassen, das hat die legendäre, sicherlich romantisch verklärende, aber irgendwie auch authentische Erinnerung an König Wilhelm II. Geprägt. Er war in Württemberg unser König. So ist es mit Erwin Teufel, jetzt mit Winfried Kretschmann ähnlich. Unser Ministerpräsident schalte und schalt es durchs Ländle. Machen Sie sich nun selbst ein Bild, auch wenn die Pandemie eine Ausstellungseröffnung mit Publikum verhindert. Das Stadtpalais ist geöffnet. Auf Sie warten Landesfürstinnen und Landesfürsten im Saal Marie. Und last but not least, im zweiten Stock, Württembergs König Wilhelm II. Ja, willkommen bei uns im Stadtpalais und bleiben Sie jetzt bitte im Stream, denn Angelika und Bernd Kohlmeier führen Sie durch Ihre Ausstellung hier im Saal Marie des Stadtpalais und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Eröffnung, unsere Gäste aus Berlin, die hier in einem feudalfürstlichen Ambiente modernster Provenienz ihre tollen Bilder präsentieren. Herzlich willkommen in Baden-Württembergs Landeshauptstadt. Immer unterwegs, ständig auf Achse, von einem Termin zum anderen eilend. Hände schütteln hier, ein offenes Ohr da, ein Selfie dort. Bereit für einen Kommentar vor der Lokalpresse und immer lächelnd für die Kameras. Keine Sekunde wirklich Ruhe, kaum eine Minute unbeobachtet und begleitet von einem Stab von MitarbeiterInnen. Der Arbeitsalltag einer Ministerpräsidentin, eines Ministerpräsidenten gestaltet sich mitunter kräftezehrend. Im Laufe der achtjährigen Laufzeit unseres fotografischen Langzeitprojektes Landesfürstin haben wir es selbst hautnah miterlebt. Um die Fotos zu finden, die wir auf unseren Reisen suchten, mussten wir mit dem Tempo mithalten können.
ja oftmals sogar schneller sein. Der Besuch der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten im eigenen Betrieb, auf einem eigenen Gutshof oder in der eigenen Schule ist eine Besonderheit. Ein pressebeachtetes Highlight für viele. Da begegnet man jemanden, über den man täglich in den Nachrichten liest und den man aus den Medien nur zu gut zu kennen glaubt. Doch was verbirgt sich eigentlich für ein Mensch hinter der medienwirksamen Fassade? Mit unseren Fotografien wollen wir die Geschichte erzählen, die sich zwischen den Zeilen abspielte. Wir wollten die Emotionen aufspüren, die in der Hektik meist untergehen. Für die Umsetzung haben wir deshalb ganz bewusst ein Medium gewählt, das aus der Zeit gefallen ist. Die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie. Die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie ist die absolute Reduzierung auf das Wesentliche im Bild. Keine Farbe lenkt mehr davon ab, was diesen Moment so besonders macht. Auch die Rückbesinnung auf das Handwerk der Fotografie ist für uns sehr wichtig gewesen. Das Negativ gab bei diesem Projekt den Ausschnitt vor, also ein Vollformat. Die Handvergrößerungen, die in der Ausstellung zu sehen sind, zeigen also nicht nur genau das, was wir aufgenommen haben, sondern auch, was wir schon gesehen haben, bevor wir auf den Auslöser drückten. Beschirmt von Landesfürst und König freuen wir uns sehr, dass unsere Ausstellung Landesfürstin in den wunderschönen Räumlichkeiten des Stadtpalais Stuttgart ab heute zu sehen sein wird. Und bevor wir jetzt gleich durch die Ausstellung führen werden, möchten wir uns noch herzlichst bei dem gesamten Team des Stadtpalais für die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen dem Haus viele, viele Besucherinnen und viel Erfolg für noch kommende Projekte. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würden wir jetzt mal gemeinsam in die Ausstellung gehen und anhand einiger Beispielbilder das Konzept als auch die Details unserer Arbeit erläutern. So, ich möchte ganz gerne meine Erklärung des ersten Motives anfangen beim Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Der auffälligste Unterschied zwischen einem Mitglied des Deutschen Bundestages und eines Ministerpräsidenten ist, dass jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin zu jedem Ortstermin von einer Vielzahl von Menschen begleitet wird. Jeder MP hat eine Sicherheit dabei und 2 bis 3 Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, die ganzen Termine zu koordinieren vor Ort. Kein Termin findet ohne Pressebegleitung statt. Es ist auch eine Besonderheit, den Ministerpräsidenten zu treffen. Ein Highlight für viele. Auch bei diesem Termin mit Winfried Kretschmann wurde das besonders deutlich, als er das Zentrum für berufliche Schulen besuchte. Die Schülerinnen und Lehrkräfte hatten sehr, sehr großes Interesse an der Person Winfried Kretschmanns. Und durch die besondere Lichtsituation hatten wir die Möglichkeit, Winfried Kretschmann während seiner Diskussion in der Aula im Gegenlicht zu porträtieren. Bei dem Bild hatten wir ein Zeitfenster von circa 1 Stunde. Und diese Stunde erlaubte es uns, das Foto in Ruhe zu finden und zu gestalten. So, hier sehen wir jetzt den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
Und ich würde ganz gerne jetzt zu diesem Bild als erstes mal was sagen. Genau. Wir sind ja zum Teil Tausende von Kilometern gereist für dieses Projekt und konnten die Ministerpräsidenten zum Teil an sehr außergewöhnliche Orte begleiten. Dieses Porträt von Daniel Günther ist auf dem Heavy Metal Festival Wacken Open Air entstanden. Und man muss, glaube ich, nicht sehr viel in das Bild reininterpretieren, um zu sehen, dass es auch für ihn persönlich ein ganz besonderer Termin war. Es hatte nicht geregnet auf dem Festival, ein absolutes Novum. Und dann kam zu der hohen Dezibelzahl noch die sehr, sehr hohe Feinstaubbelastung dazu. Keines unserer Bilder in der Ausstellung ist gestellt oder inszeniert. Und es war eine wirklich echte Herausforderung, Daniel Günther beim Verweilen so zu erwischen, da er eigentlich nie stehen geblieben ist. Er war immer in Bewegung, außer in diesem kurzen Moment. Das Zeitfenster waren circa 20 Sekunden. Und doch wirkt dieses Bild so, als wäre das Gegenteil der Fall. Was ist an diesem Bild Manuela Schwesig außergewöhnlich? Für weniger als einen Augenblick liegt in Manuela Schwesigs Ausdruck ein Hauch von Melancholie. Obwohl der damalige Ortstermin im Gespräch in heiterer Stimmung augenscheinlich keinen Anlass dazu bot. Solche Momente festzuhalten, macht auch den Reiz des Fotografierens aus. Am Ende, wenn wir das Bild betrachten, denken wir was anderes, weil wir beim Sehen von Gesichtern immer auch etwas hineininterpretieren, ohne die Situation wirklich zu kennen. So zeigt sich hier hinter all der Macht der Mensch. So, wir sind jetzt an der Wand, wo wir die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hängen haben. Und ich möchte anhand von dieser Baritvergrößerung zeigen, einen der Momente, für die wir das Projekt gemacht haben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von der Fotografie, die hier aufgezogen hängt, um mal zu zeigen, wie die Fotografie aussieht, wenn sie aus der Dunkelkammer kommt. Da es sich um ein echtes Papier handelt, also Baritpapier, haben wir das Problem, dass der Trocknungsvorgang, das kennt ja jeder, wenn ein Papier nass wird und man trocknet das und legt das irgendwo hin, dann ist es nicht mehr plan. Und so ist das hier auch. Und dann wird das aufwendig auf Gittern getrocknet und dann sieht es erstmal so aus. Und das Problem ist, man kann dann natürlich, wenn das so aussieht, man kann es nicht aufziehen, weil die Spannung im Papier ist. Und dann gibt es einen aufwendigen Trocknungsvorgang, das wird dann gepresst. Mindestens 6 Wochen, besser sind 3 Monate. Und zwar in so ganz großen Papierpressen. Und wenn man es dann da rausholt, ist es absolut plan. Und dann kann man jetzt hier auch ganz schön sehen, sind also natürlich durch die Vergrößerung öfters auch Macken. Es ist auch staubig in der Dunkelkammer drauf. Und das wird dann aufwendig mit Pinsel und Farbe retuschiert. Und normalerweise haben sich ja Ministerpräsidenten total im Griff. Weil es ist ja immer Presse dabei und sie wissen, dass sie beobachtet werden. Also versucht man immer entsprechend auszusehen, damit es dann auch auf dem Foto gut rüberkommt. Malu Dreyer ist ohnehin schon eine Person, die eine sehr, sehr offene Art hat. Und wenn sie in den Raum kommt, einen Raum füllt mit ihrer Aura. Und dafür ist natürlich dieses Foto, als das entstanden ist, das ist ein Moment, der das alles nochmal übertrifft. Der das wirklich nochmal übertrifft. Und wo wirklich komplett losgelöst von allem jegliche Fassade fehlt.
Dieses Foto zeigt Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen. Und das ist besonders einprägsam, weil Michael Kretschmer ist hier auf dem Abschluss in Eibenstock des Sächsischen Wandertags. Und an diesem Tag hat es so stark geregnet, dass wir alle komplett pitschnass waren. Und ich fühle es noch heute, wie sich das den Tag angefühlt hat. Und besonders spannend auf diesem Foto ist, dass Michael Kretschmer hier inmitten einer großen Gruppe von Menschen sitzt. Und für einen kurzen Moment hat er alles um sich herum ausgeblendet, um unmittelbar danach wieder professionell in seiner Funktion als Ministerpräsident mit seinem Tischnachbarn in einen ausführlichen Dialog zu treten. So, bei diesem Motiv handelt es sich eher um eine Momentaufnahme, da Daniel Günther plötzlich wirklich stehen geblieben ist. Und im Gegensatz zu dem Motiv daneben, wo man keine Momentaufnahme in dem Sinn hatte, sondern was vorher schon im Kopf gestaltet wurde. Das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie wir arbeiten. Wie wir in der Reportagefotografie situativ arbeiten. Das Bild entsteht nicht durch einen Zufall, sondern es entsteht zuerst im Kopf. Man muss vorher Situationen sehen und erkennen können, in denen sich potenziell starke Bilder ergeben könnten. Und das ist bei diesem Bild der Fall gewesen. Daniel Günther ist hier beim Besuch bei den Flensburger Stadtwerken und auf der Suche nach einem Motiv weiß ich genau, wie ich die Perspektive aufbaue und wie ich mit den Lichtverhältnissen spielen kann und wie ich die Tiefe letztendlich dann herausarbeiten kann mit der Kamera. An diesem Foto stimmt einfach alles. Das ist auch etwas, worüber man sich im Nachgang sehr, sehr freuen kann, wenn das, was im Kopf war, dann auch wirklich abgebildet werden konnte in der Situation. Denn es spiegeln sich wirklich an diesen Situationen Lichtbildmomente, für die man letztendlich auf den Auslöser drückt.